Moin zusammen, heute wird es mal wieder politisch. Friedens- und Entwicklungsforscher Tobias Debiel gibt uns zunächst einmal einen Überblick, welchen Zusammenhang es zwischen Frieden und Entwicklung gibt und vergleicht die Forderungen aus Willy Brandts legendärem Nord-Süd-Bericht mit der Realität 40 Jahre später. Wie steht es um den Frieden in der Welt? Auf welchen Staaten sollte sich unsere Entwicklungshilfe fokussieren? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Entwicklungserrungenschaften der letzten Jahrzehnte? Wie sehr benötigen wir dank globaler Krisen wie dem Klimawandel eine konzertierte Weltinnenpolitik? Und welche Optionen gibt es überhaupt noch im Syrien-Konflikt? Fragen über Fragen, und ich kann euch eins versichern, auch wir haben keine abschließenden Antworten auf sie, aber umso wichtiger ist es, sie immer und immer wieder zu erörtern und zu ergründen. Also, viel Spaß mit der Folge, und wenn euch doch noch eine Antwort einfällt, lasst es uns wissen. Herzlich willkommen, Herr Debiel. Wie geht es Ihnen? Ja, guten Abend. Mir geht's gut. Den Corona-Umständen sozusagen angemessen, aber man kommt ja irgendwie durch die Zeit. Und es ist ja auch langsam so ein dunkles Flimmern am Horizont zu erkennen, dass die Corona-Pandemie vielleicht doch noch irgendwann in Maßen überstanden werden könnte. Ja, zumindest in Deutschland. Das ist eins der Themen, auf das wir, glaube ich, heute zu sprechen kommen, denn Sie sind Friedens- und Entwicklungsforscher, und Sie haben auch darauf bestanden, dass ich Sie nicht als Friedensforscher vorstelle und nicht als Entwicklungsforscher, sondern als Friedens- und Entwicklungsforscher. Und deswegen erlauben Sie mir zu Anfang die vielleicht etwas offensichtliche Frage: Was hat Frieden mit Entwicklung zu tun? Welchen Zusammenhang gibt es da? Also ganz viel. Und ich muss sagen, ich bin sehr geprägt tatsächlich durch das, was Willy Brandt in dem Bereich gemacht hat. Er hat 1980 einen Weltbericht veröffentlicht und das erste Mal, sage ich, wirklich prominent darauf hingewiesen, wie es zusammenhängt. Mhm. Und die Kernbotschaften sind: in einem Land, wo es Hunger gibt und wo Menschen wirklich in Armut sind und rechtlich benachteiligt, da sind Gewaltkonflikte nicht fern. Mhm. Aber, und das sind eher neuere Forschungen, wenn ein Land Gewaltkonflikte durchgemacht hat, dann kommt es nicht gut auf einen Entwicklungspfad. Mhm. Und von daher gibt es da tatsächlich einen wechselseitigen Zusammenhang und leider auch eine Situation, dass sich das in einigen Ländern, die wir fragile Staaten nennen, fast chronifiziert hat. Dass also Länder aus dieser Gewalt- und Entwicklungsfalle nicht rauskommen. Und das ist eine ganz große Herausforderung in diesem Jahrhundert. Wie definieren Sie denn Entwicklung? Wann sagen Sie denn, es ist ein eher entwickeltes Land oder ein eher, ja, unentwickeltes, fragiles Land? Also der Entwicklungsbegriff ist natürlich ein hochgradig problematischer. Also es wurde lange Zeit einfach über das Pro-Kopf-Einkommen, das Wirtschaftswachstum definiert. Dabei sind viele Aspekte nicht mit berücksichtigt. Die ungleiche Verteilung ist vielleicht das Wichtigste, aber auch überhaupt die Frage, wie können Sie in einem armen Land mit bäuerlichen Gesellschaften überhaupt auch messen, was auf dem Markt passiert? Ich würde Entwicklung immer annäherungsweise messen als das, was Menschen in den Bereichen Armut, Gesundheit, Ernährung, also im Bereich der Grundbedürfnisse letztlich zur Verfügung haben. Und auch, welche Rechte sie haben, etwas einzuklagen. Und der Entwicklungsbegriff hat immer das Problem, dass er ein Stück weit universell, auch westlich geprägt, definiert wird. Und von daher gibt es auch viel Kritik daran, ob man vielleicht den Begriff überzieht, ihn weglassen sollte. Aber ich denke, wenn Menschen hungern, wenn sie betroffen sind von Krankheiten, infektiöser oder anderer Art, dann ist uns irgendwie klar, das Land, das hat nicht so die besten Voraussetzungen. Und es gibt natürlich auch andere Maßstäbe, gerade bei am ärmsten entwickelten Ländern, der Zugang zum Weltmarkt, die Binnenlage und so weiter und so fort. Da gibt es viele Definitionen. Aber ich würde mich tatsächlich festlegen auf die menschlichen Grundbedürfnisse, weil die letzten Endes aus meiner Sicht übergreifend auch in den verschiedenen kulturellen Kontexten einsehbar sind. Wenn, jetzt reden wir mal von Ländern, wenn wir mal in die USA schauen, die ja als
wahrscheinlich das am weitesten oder eins der am weitesten entwickelten Länder der Welt gilt allgemein hin. Dann schauen wir in die Vororte von Detroit oder von Los Angeles. Da sind, glaube ich, die meisten, also viele Grundbedürfnisse erstmal nicht gut gestillt. Und wir haben da de facto jeden Tag einen Bürgerkrieg. Wenn man sich anguckt, die Totenzahlen in den USA in gewissen Regionen sind vergleichbar mit schlimmen Regionen auf der Welt. Würden Sie als Entwicklungsforscher sagen, das ist dennoch eine hochentwickelte Region, der Vorort von Los Angeles? Oder würden Sie dann nach der Definition sagen, nein, das ist tatsächlich keine hochentwickelte Region? Tatsächlich schneiden die USA nicht ganz oben ab, wenn wir die von mir verwendeten Entwicklungsindikatoren zugrunde legen. Und das liegt exakt an den Gründen, die Sie benannt haben, dass wir nämlich extreme Ungleichheit haben und dass wir auch zwar ein hohes Pro-Kopf-Einkommen und in der Regel auch ein gutes Wirtschaftswachstum haben, dass aber die Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden. Im Entwicklungsbegriff ist die Gewaltdefinition erstmal nicht drin. Das macht auch Sinn, damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können. Sonst mischen wir ja alles durcheinander. Aber ich würde Ihnen völlig recht geben. Es gibt in den USA Zonen, die nicht entwickelt in Anführungsstrichen sind, die gewaltgeprägt sind und wo wir Zustände haben, nicht so stark wie in Mexiko oder Südafrika, aber von einer ganz starken Spaltung der Gesellschaft. Und nicht umsonst schneiden die Länder besonders gut ab, die diese Spaltung nicht haben, nämlich die skandinavischen Länder. Und Deutschland, um vielleicht auch auf das Land, in dem wir leben, zurückzukommen, hat eine ganz gute Bilanz. Aber man muss auch da aufpassen. Es gibt Ungleichheiten zwischen Ost und West. Es gibt Ungleichheiten in der Region, in der ich lebe, in Nordrhein-Westfalen, wo Sie das Ruhrgebiet haben. Eine relativ wohlhabende Stadt wie Düsseldorf gleich an der Ecke. Und von daher müssen wir Entwicklung sehr differenziert uns anschauen, nach den Regionen, aber auch, und das wird in jüngerer Zeit betont, nach Geschlecht. Denn Entwicklung ist nicht zwischen Männern und Frauen oder auch anderen Geschlechtern gleich verteilt. Absolut. Und Verteilung ist ja an sich ein Thema, was auch gerade in Deutschland jetzt wieder, habe ich das Gefühl, mehr salonfähig wird, auch im Zuge der Corona-Pandemie, im Zuge von steigenden Gini-Koeffizienten ist das ein Thema, das immer mehr Präsenz gewinnt und ich glaube auch dieses Jahr im Bundestagswahlkampf wieder eine intensive Rolle spielen dürfte. Das wird es, sage ich mal, hoffentlich, denn tatsächlich die Überwindung der Krise hat Gewinner und Verlierer. Und da ist die Frage der Gleichheit und Ungleichheit eine wichtige. Aber wir haben ja mitbekommen, dass die Personaldiskussionen erstmal alles überschattet haben. Und es wird spannend sein, welche zwei, drei Themen sich so ausmändeln am Ende des Tages als die zentralen. Ich würde mir wünschen, dass alle Parteien, die sich im demokratischen Spektrum bewegen, diese Ungleichheitsfrage auch entsprechend gut zum Thema machen. Es dürfte auf jeden Fall die spannendste Wahl seit längerem sein. Aber lassen Sie uns, haben Sie schon angedeutet, ein bisschen zurückgehen in der deutschen Geschichte. Willy Brandt, der Nord-Süd-Bericht, hat ja die Überschrift gehabt, das Überleben sichern. Wessen Überleben und wovor? Ja, das Überleben sichern, sicherlich in zweierlei Hinsicht. Einmal sehr konkret für die armen Regionen des globalen Südens, wie man lange Zeit gesagt hat und heute auch noch sagt, also der Entwicklungsregion. Und da möchte ich Afrika südlich der Sahara, aber auch Länder wie Indien, die ja von extremer Armut, aber auch von wirklichem Reichtum geprägt ist, entsprechend hervorheben. Es war aber einer der großen Weltberichte, dem auch andere gefolgt sind, der deutlich gemacht hat, es geht um das gemeinsame Überleben. Und das ist nicht unwichtig. Nur wenn man in den verschiedenen Regionen kooperative Lösungsansätze findet, dann kann man auch insgesamt als Weltgemeinschaft vorankommen. Und wir kommen, wie Sie ja sagten, später darauf noch zu sprechen. Aber auch die Covid-19-Pandemie zeigt, wenn wir bestimmte Regionen, konkret zurzeit Brasilien und Indien, außen vor lassen, dann ist das für die Regionen schon einmal furchtbar schlimm und das Überleben wird dort nicht gesichert. Aber über die Mutanten
wird das auch in den globalen Norden getragen oder in den globalen Nordwesten, wie man es vielleicht präziser auch ausdrücken müsste. Und das gibt es in vielen Bereichen, auch in dem Bereich der Flucht, in anderen. Die Welt ist sehr vernetzt. Also von daher hatte Willy Brandt beides im Blick, das Überleben der Ärmsten sichern, aber auch das Überleben als eine globale Aufgabe. Womit wir ja bei dem Begriff der Weltinnenpolitik angekommen sind, ein Begriff, der in den letzten Jahren, glaube ich, wieder viel Konjunktur bekommen hat im Zuge der Klimapolitik. Also das Pariser Abkommen wurde ja häufig als so Sternstunde der Weltinnenpolitik gesehen, im Sinne von wir verstehen, dass wir alle gemeinsam hier sind. Sie haben jetzt angedeutet, Corona, das ist auch etwas, was sich nicht an den Grenzen aufhalten lässt. Würden Sie sagen, wir kommen einer Weltinnenpolitik näher seit Brandt? Leider eher nicht. Also es gab Zeiten, wo wir dem näher gekommen sind, aber auch Zeiten, jetzt insbesondere unter der Präsidentschaft von Donald Trump, in dem wir uns deutlich davon entfernt haben. Also vielleicht nochmal, was versteht man unter Weltinnenpolitik überhaupt? Weltinnenpolitik bedeutet ja, dass wir bestimmte Grundsätze der Herrschaft des Rechts beispielsweise oder einer globalen Gerechtigkeit oder auch von gewissen Grundsicherungen für die Menschen von der nationalstaatlichen Ebene auf die globale heben. Und das ging eine Zeit lang auch mit Vorstellungen zusammen, eine Art Weltstaat gründen zu können. Davon ist man heute sehr weit entfernt, sowohl aus realpolitischen Gründen, aber auch, weil es, glaube ich, große Unsicherheit gibt, ob das überhaupt wünschenswert ist. Ja, wir haben also sogar schon von der Idee des EU-Staates weitestgehend entfernt. Also von daher ist das ja noch weiter. Genau. Und ich sage jetzt mal, die Staatlichkeitsmomente, die wir in der EU haben, sind ja zum Glück auch sehr föderal geprägt. Und ein Weltstaat, der, sage ich mal, allgemeine Zwangsmacht hätte, allgemeine Regulierungsmacht, wäre ja auch eine Gefahr, das muss man ganz offen sagen. Und vor dem Hintergrund muss Weltinnenpolitik tatsächlich so in föderalen Konzepten gedacht werden. Willy Brandt hat das 1980 sozusagen ein Stück weit mitentworfen. Es gibt auch andere, die die Weltinnenpolitik danach noch weiter geprägt haben. Wenn Sie fragen, wie ist das seitdem gewesen, muss man erstmal konstatieren, in den 80er Jahren hatten wir eine Zeit, in der Staatlichkeit nicht hoch im Kurs stand. Das war die Zeit eher neoliberaler Politik, wo der Staat zurückgedrängt wurde und auch eine überstaatliche Regulierung nicht sehr gewünscht wurde. Wir hatten tatsächlich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts eine Tendenz, bestimmte Dinge, zum Beispiel mit Blick auf humanitäre Krisen, auf gröbste Menschenrechtsverletzungen, aber auch mit Blick auf die Klimapolitik global anzusiedeln. Und das hat dann in den 2010er Jahren einen Rückschlag bekommen. Und Donald Trump war der vorzeitige Sargnagel, sage ich mal, darauf. Wir haben jetzt eine Rückbesinnung auf Konzepte. Gerade die Klimafrage, die Sie angesprochen haben, ist da sehr, sehr wichtig. Wir dürfen uns aber nichts vormachen. Das Pariser Abkommen hat wichtige Dinge festgeschrieben, aber alles auch sehr stark in die Hände der einzelnen Nationen gegeben und nicht wirklich ein übergreifendes Modell gefunden. Das basierte auf Kompromissen, unter anderem auch zwischen den USA und China. Und es war damals eine Zeit, wo man froh war, dass es überhaupt einen Weg gibt. Wenn wir uns heute das Urteil des Bundesverfassungsgerichts anschauen, sehen wir, dass wir sicherlich sehr weitreichende Verpflichtungen brauchen auf den Klimaschutz, um der Generationengerechtigkeit auch nachkommen zu können. Und da ist das Pariser Abkommen höchstens eine Etappe, nicht mehr. Es enthält ja auch nicht wirklich grandiose Sanktionen, die greifen würden, wenn jemand seine Ziele nicht einhält. Und ganz abgesehen davon, dass auch das Ziel des Pariser Abkommens ja für gewisse Regionen der Welt schon vernichtend sein könnte angesichts des Meeresspiegelanstiegs oder der Temperaturanstiege. Aber Sie haben schon ganz wichtig im Zusammenhang Weltinnenpolitik, Weltstaat, geht es ja auch so, bevor wir beim Weltstaat sind, um supranationale Organisationen. Wir haben jetzt im Zuge von Covid wieder ganz viel die WHO erlebt. Dann die UNO ist natürlich beim Thema Klimawandel ganz wichtig. Bei Flüchtlingskrisen haben wir UNICEF etc. Welche Rolle sollten laut Brandt supranationale Organisationen spielen?
Also Willy Brandt hat gerade den Vereinten Nationen eine sehr hohe Rolle zugeschrieben. Und es gab dann 1995 einen Bericht zu Global Governance, also der Frage, wie kann man Politik auch gemeinsam gestalten? Und da wurde der Multilateralismus, also das heißt die Kooperation von Staaten unter gemeinsamen Normen im Rahmen beispielsweise der UN sehr stark hervorgehoben. Also das ist sicherlich ein Punkt, den Willy Brandt mit angestoßen hat. Heute sind wir natürlich ein Stück weiter in den Erfahrungen. Ich würde nach meinen Beobachtungen sagen, wir brauchen die internationalen Organisationen, auch die WHO, sehr stark. Aber wir wissen auch um die Schwächen im Management, um die Schwächen in der Effektivität, in der Trägheit, der Abhängigkeit von den Mitgliedstaaten. Von daher muss heute globale Politikgestaltung auf verschiedenen Akteuren beruhen und verschiedene Ebenen mit berücksichtigen. Das soll gar nicht so allgemein klingen. Das bedeutet im humanitären Bereich, dass auch die Nichtregierungsorganisationen eine starke Rolle spielen. Im Gesundheitsbereich auch, dass private Stiftungen eine Rolle spielen, auch die Wirtschaft eine Rolle spielt. Aber wir brauchen natürlich Regulierung und dafür sind die internationalen Organisationen zuständig. Jetzt haben Sie sich ja gerade schon angesprochen, private Unterstützung, gerade auch bei der WHO, war ja auch ein großer Kritikpunkt vieler jetzt in der Corona-Politik. Andere würden sagen, wir müssen froh sein, dass es diese Organisationen gibt, weil die Staaten anscheinend selber nicht die nötigen Finanzmittel aufbringen. Würden Sie sagen, dass gerade die Entwicklungshilfe und die internationale Hilfe tendenziell immer privater wird, dass es immer mehr durch private Organisationen gesteuert wird? Also nicht so generell. Das müssen wir sehr genau nach den verschiedenen Sektoren uns getrennt anschauen. Im Gesundheitsbereich haben die privaten Stiftungen zweifelsohne enormen Einfluss gewonnen. Und wir haben auch in verschiedenen anderen Feldern, beispielsweise der Infrastruktur, der Wasserversorgung und ähnlicher Bereiche, die sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, also die Public-Private Partnerships. Und da gibt es einen Bedeutungszuwachs privater Akteure. In anderen Feldern würde ich das nicht ganz so stark sehen. Wir müssen natürlich auch noch mal schauen, bei den privaten Akteuren gibt es wirtschaftliche Akteure und auch Nichtregierungsorganisationen. Auch Nichtregierungsorganisationen können recht stark sein. Also wir haben die Ausdifferenzierung, aber wir haben auch einen sehr nennenswerten Betrag an internationaler, multilateraler Hilfe. Und das läuft nicht alles über private Akteure. Die Staaten spielen da eine Rolle. Und in Deutschland gibt es immer wieder die kontroverse Diskussion, wie sehr soll man sich auch auf multilaterale, also auf UN-Organisationen und Ähnliches stützen, wenn wir die nicht so gut kontrollieren können, wie das bei der bilateralen, also der Land-zu-Land-Zusammenarbeit der Fall ist. Aber insgesamt, also es gibt einen Trend zur Privatisierung, aber sehr, sehr unterschiedlich ausgebildet und wir dürfen den Gesundheitsbereich nicht verallgemeinern. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wenn wir uns beispielsweise die UNO angucken, die ja nun mal die internationale Organisation schlechthin ist, gibt es da ja auch viel Kritik vor allem aus den nicht westlichen Anführungszeichen Ländern, dass das quasi altes Bretton-Woods-System auf die westlichen Länder zugeschnitten ist, auf die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges und dass die neuen Staaten, gerade die BRICS-Staaten, da mehr Eigenverantwortung, mehr Mitspracherecht verlangen. Würden Sie sagen, dass sich diese Organisationen schlichtweg verändern müssen, mehr an die aktuelle Situation anpassen müssen, um auch die Problematik und die Stimmenvielfalt der Welt besser darzustellen? Also wir müssen tatsächlich noch ein Stück weit unterscheiden zwischen den Vereinten Nationen und dem, was Sie angedeutet haben, den Bretton-Woods-Organisationen. Das sind ja der Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Die haben einen ganz besonderen Status und dort sind die Stimmrechte abhängig von den Kapitaleinlagen. Und da gibt es einen ganz erheblichen Reformbedarf. Und die BRICS-Staaten, also Brasilien, die Russische Föderation, Indien, China und Südafrika, die haben durchaus, und jetzt kommt es darauf an, wie man sieht, konkurrierende oder ergänzende Institutionen geschaffen, wie die New Development Bank,
mit denen sie auch gezeigt haben, wenn wir da nicht unsere Rechte bekommen, dann sind wir in der Lage, selbst was zu schaffen. Und China hat natürlich ein ganz ungemeines Finanzpotenzial, so etwas auch zu bedeutenden Institutionen auszubauen. Also da gibt es erhebliche Anpassungsbedarfe bei Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds. Die Kritik im UN-Bereich richtet sich vor allem gegen die Dominanz im Weltsicherheitsrat. Nicht so sehr in den Institutionen, wo alle gleiche Stimmrechte haben. Mhm. Und da haben wir seit Anfang der 90er Jahre eine lebhafte Debatte, die sich zugleich im Kreise dreht. Und die Chancen, im Weltsicherheitsrat Reformen durchzusetzen, die die Vetomacht der 5 ständigen Mitglieder reduziert, sind nach wie vor sehr gering. Und Deutschland hat den großen Fehler aus meiner Perspektive gemacht, die Reform mit einem eigenen Stimmrecht zu verbinden, wo doch der Westen mit den USA, mit Großbritannien und Frankreich nun wirklich nicht gerade untergewichtig vertreten ist. Absolut, absolut. Und das Problem ist ja auch, das sieht man auch in der EU, der Sicherheitsrat muss ja einstimmig im Prinzip agieren, also es darf ja kein Veto passieren. Klar, man darf sich enthalten, aber im Prinzip ist eine Einstimmigkeit gefordert. Und das ist ja auch gerade in der EU immer wieder der Kritikpunkt, dass kleinste Länder ganze Reformprojekte behindern können. Ungarn, die EU jetzt zuletzt wieder so in Anführungszeichen erpressen konnte. Gleichzeitig möchte man ja aber auch, wenn jemand schon freiwillig Mitglied einer solchen Organisation ist, wie der UN oder vielmehr noch der EU, möchte man ja auch niemandem etwas aufzwingen. Das heißt, man hat ja immer dieses Problem der klassischen Demokratie. Folge ich der Mehrheit oder versuche ich zwangsweise Einstimmigkeit zu schaffen, was gar nicht immer möglich ist? Ja, der Sicherheitsrat hat natürlich schon auch anders als die EU die Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen. Und das ist ja auch in vielen Fällen gerade seit Ende des Ost-West-Konflikts verhängt worden. Es bedarf auch keiner Einstimmigkeit. Also man kann dort mit einer qualifizierten Mehrheit gerade die kleineren Länder überstimmen. Es gibt also nicht diese Vetomacht der kleinen Akteure. Aber aus es den gibt 5 Siegermächten, die müssen einstimmig sein. Aber das es gibt ich. Das Problem, dass die ständigen 5 Mitglieder zumindest nicht dagegen stimmen dürfen. Und das, was man in manchen Fällen erreicht hat, ist eine Enthaltung dann. Aber sobald ein Land dagegen stimmt, ist der Sicherheitsrat letzten Endes blockiert. Das ist im Falle Syrien, sage ich mal, in fataler Weise über viele Jahre hinweg der Fall gewesen. Und es gab seit den 50er Jahren immer eine Option, den Sicherheitsrat vielleicht auch dort ein Stück weit an den Rand zu drängen, indem die UN-Generalversammlung das übernimmt. Aber dort ist die Lage auch sehr unübersichtlich und das ist rechtlich auch tatsächlich in der Grauzone. Wir dürfen auch nicht ganz vernachlässigen, dass dieses Vetorecht neben den vielen, vielen Nachteilen auch einen positiven Aspekt hat. Stellen Sie sich vor, man überstimmt im Syrien-Konflikt die Russische Föderation, die ja äußerst engagiert ist auf Seiten des brutalen Assad-Regimes. Und dann greift der UN-Sicherheitsrat ein. Dann haben sie einen Konflikt zwischen den Supermächten. Das heißt also, neben der Machtsicherung hat dieses Vetorecht auch sicherlich den Aspekt, dass man versucht, Großmachtkonflikte einzuhegen und internationale Organisationen da nicht mit reinzuziehen. Aber die Blockade, die wir seit einigen Jahren sehen, macht die UN in einigen zentralen Konflikten eher zum Zaungast als zum zentralen Spieler. Da wird es aber wenig an Änderung geben, wenn man nicht wirklich eine Annäherung zwischen diesen Großmächten hat. Und die Lage gerade zwischen den USA und Russland und den USA und China ist nicht erst seit Trump angespannt. Und ohne, sage ich mal, Kooperationsangebote und Verständigung werden auch die UN dort nicht handlungsfähig werden. Da darf man sich nichts vormachen. Da würde auch jedwede Sicherheitsratsreform nicht weiterhelfen.
das heißt ja häufig, also es ist ja auch häufig so, dass China und Russland eben die sind, die Maßnahmen blockieren im Sicherheitsrat, jetzt im Beispiel Syrien, wie Sie gesagt haben. Gleichzeitig muss man auch eingestehen, dass die westlichen Nationen sich im Fall von Libyen nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, als sie die Enthaltung von China und Russland genutzt haben, um einen durch die Sanktionen ja maximal dezent gedeckten Krieg in Libyen zu führen, die Bombardierung, die von wo man jetzt auch als Schlussfolgerung sehen kann, dass China und Russland vielleicht noch zurückhaltender sind, ihr Veto nicht zu ziehen. Ja, das war ein Kardinalfehler. Also man muss sowieso fragen, ob dieser Beschluss tatsächlich mit militärischen Maßnahmen letztlich gegen das Gaddafi-Regime vorzugehen, von den Folgewirkungen, die durchaus absehbar waren, eine gute Idee war. Und neben China und Russland hat sich ja auch übrigens Deutschland enthalten. Ob das nur die sachlichen Gründe hatte, da kann man noch mal ein paar Fragezeichen machen. Aber das war ein durchaus bemerkenswerter Schritt, der am Ende des Tages auch friedenspolitisch der richtige war. Mhm. Und dann hat man das Mandat, wie Sie schon gesagt haben, überdehnt und letzten Endes gerade bei Russland eine Reaktion ausgelöst mit Blick auf den Syrien-Fall, dass man da die letzte Bastion, die man letztlich hat, im Nahen Mittleren Osten entsprechend auch halten wollte. Und Syrien ist das Opfer des Libyen-Konfliktes tatsächlich geworden. Und die Lage in Libyen ist ja nach wie vor trotz einiger Verbesserungen in den letzten Monaten natürlich dramatisch. Und wir sehen also, dass man sich sehr gut, selbst wenn es Mehrheiten gibt, überlegen muss, ob man in Bürgerkriege von außen so massiv eingreifen möchte, wenn man nicht weiß, wie danach einigermaßen Stabilität im Lande gewahrt werden soll. Und da haben wir die Erfahrungen im Irak, in Libyen, auch in anderen Ländern. Und das macht mich insgesamt gegenüber diesen externen Interventionen sehr skeptisch. Nicht grundlegend ablehnend, aber äußerst skeptisch. Und dabei sind noch nicht mal externe Interventionen gemeint, die solche Bürgerkriege initial mit unterstützen, auszulösen. Also gerade im Falle Syrien liest man ja doch immer wieder von möglichen Einflüssen, gerade der westlichen Nationen, die Oppositionskräfte in Syrien unterstützt und auch bewaffnet haben, direkt oder indirekt, um diesen Aufstand überhaupt erst zu ermöglichen. Was ja im Prinzip noch schlimmer ist, als so einen Krieg am Laufen zu halten, den überhaupt erstmal zu unterstützen, zu starten. Ja, was am Ende schlimmer ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber in Syrien ist die Lage, gerade mit Blick auf die Unterstützung auch dschihadistischer Kräfte durch den Westen, sicherlich hochproblematisch, genauso problematisch wie die Unterstützung des Assad-Regimes durch Russland. Man hat dort tatsächlich auch zu Aktionsweisen ermuntert, die aus meiner Sicht absehbar in die Katastrophe führen. Und man hat auch unterschätzt, welche dauerhafte Kraft auch ziviler Widerstand haben kann. Mhm. Wir haben Forschung an meiner Uni in Duisburg-Essen gemacht, was ziviler Widerstand alles auslösen kann, an Beendigung von Diktaturen und auch an dauerhafter Etablierung von Demokratien. Und das ist ganz schwierig, wenn die staatliche Macht Repression einsetzt. Aber man muss auf diese Karte setzen. Die Gewaltkarte führt in der Regel zu einer Eskalation. Und der Syrien-Konflikt ist ja in den letzten Jahren der blutigste gewesen und auch der die meisten Flüchtlinge entsprechend geschaffen hat, im Land wie auch Flüchtlinge, die ins Ausland gegangen sind. Dann stelle ich jetzt mal die vielleicht schwerste Frage des Interviews. Und zwar, wir setzen mal die 10 renommiertesten deutschen Friedens- und Entwicklungsforscher in einen Raum. Was würden Sie sagen, wenn wir die befragen, ist die vorherrschende Meinung, wie man jetzt im Syrien-Konflikt von außen als UN, als EU, als Deutschland agieren sollte? Die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil da müsste ich die Kollegen fragen. Wir haben tatsächlich eine Publikation, das ist das Friedensgutachten, wo sich die führenden Friedensforschungsinstitute
jedes Jahr auch zu den Konflikten konkret äußern. Unsere Äußerungen zum Syrien-Konflikt liegen schon eine ganze Zeit lang zurück. Wir haben aber sehr stark darauf gedrängt, dass es eine Verständigung geben muss zwischen den USA und Russland, aber auch zwischen den Regionalmächten. Und dass man zugleich im Blick behält, dass sich die Lage vor Ort so ausdifferenziert hat, dass es nicht ausreicht, wenn sich die Großmächte verständigen. Das heißt, man braucht einen Dialogprozess, der sowohl die obere Ebene als auch von unten nach oben, also bottom-up, auch entsprechend gilt. Wir haben da sehr viele Kontroversen auch gehabt, die wir entsprechend dokumentiert haben. Von daher werden Sie keine eindeutige Meinung der führenden oder wie auch immer Friedens- und Konfliktforscher finden. Eine Mehrheit ist aber sicherlich gegen eine starke militärische Intervention. Und der schwierigste Punkt, wo es auch wenig Einigkeit gibt, ist die Frage, wie geht man mit Assad um? Also jemand, der sich wirklich schwerster Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht hat. Zugleich ist das zeitweise Aussetzen von Kommunikation und Gesprächen mit Assad sicherlich kein Weg gewesen, der den Konflikt beendet hat und auch kein Weg gewesen, der Assad in die Enge getrieben hätte. Von daher muss man da einen schwierigen Balanceakt gehen. Ganz eindeutige Empfehlungen werden Sie aus der Friedens- und Konfliktforschung in vielen Fällen nicht bekommen, aber sicherlich schon Wegweisungen. Und das Fatale in Syrien ist neben der Lage im Land, dass sich dort halt die Großmächte tummeln und es insbesondere auch einen Regionalkonflikt zwischen dem Iran und beispielsweise Saudi-Arabien gibt. Und damit haben wir Konstellationen, die uns eher an kalte Kriegsszenarien erinnern und nicht an das, was wir uns in den 2000er Jahren erhofft haben. Jetzt haben Sie Assad schon angesprochen. Das Problem bei Assad ist ja, wenn ich den leider verstorbenen Peter Scholl-Latour richtig verstanden habe, der war ja immer der Meinung, es kann gar keine Lösung geben ohne Assad an der Spitze, weil die Alawiten sich darauf schlicht und einfach nicht einlassen werden, weil die Angst haben, unfassbar große Repressionen bis hin zur Ausmerzung danach durch verfeindete Gruppen ausgesetzt zu sein, wenn sie nicht die Macht und die Armee in der Hand halten. Also ich muss zunächst natürlich nochmal sagen, ich bin nicht der Syrien-Experte. Von daher dürfen Sie jetzt von mir hier keine Antworten erwarten, die ganz konkret auch in das innenpolitische Machtgefüge des Landes gehen. Es gibt allerdings einen Aspekt, der bei Konfliktregelungen in solch schwierigen Fällen immer wieder zitiert wird und der eine Rolle spielt. Baut man für sehr starke Herrscher, die man offensichtlich nicht von der Macht bringt, einen goldenen Fallschirm. Und das ist die Lösung, bei der Assad konkret nicht mehr Staatschef geblieben wäre, aber eine Lösung gefunden worden wäre, bei der er sozusagen zurücktreten kann, sich zurückziehen muss und auch andere Vertreter der alawitischen Minderheit mit an der Macht sind. Und konkret muss ich sagen, dass nach meinen Beobachtungen des Konflikts diese Lösung verspielt wurde, zu der die Russische Föderation möglicherweise auch eine Zeit lang bereit gewesen wäre. Hm. Heute haben wir eine Situation, bei der man solche Szenarien schon ganz hinten anstellen kann, insofern die machtpolitische Lage sich konsolidiert hat, aber natürlich unter größter Repression und Menschenrechtsverletzung. Das heißt, wir werden auch heute den Syrien-Konflikt nicht lösen, aber es ist auch einer der Konflikte, die doch relativ präsent bei uns ist. Sie haben jetzt schon das Friedensgutachten 2021 angesprochen. Welche fragilen Staaten, welche Regionen haben Sie noch im Blick, wo der Laie vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denkt? Ich glaube, den meisten kommt noch ins Kopf vielleicht Syrien, Ostukraine, Weißrussland, mit Glück noch Jemen, und dann wird es auch schon bei vielen knapp.
wenn nicht gerade noch Myanmar für 5 Wochen in den Nachrichten ist. Genau, aber Sie haben ja schon einige Staaten tatsächlich genannt. Wir haben dieses Jahr, und dem darf ich jetzt gar nicht ganz groß vorgreifen, weil wir das im Juni auf der Bundespressekonferenz vorstellen und Ergebnisse dürfen wir erst da präsentieren. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, wir haben einen Europaschwerpunkt und da gibt es natürlich Nagorno-Karabach, also zwischen Armenien und Aserbaidschan sehr umstritten. Wir haben natürlich die Ukraine als wesentlichen Konflikt in Europa. Aber es gibt weltweit tatsächlich zahlreiche Konflikte in fragilen Staaten. Ich möchte nur den Südsudan nennen, der ja unabhängig geworden ist, wo sich aber die Gewaltlage nicht verbessert hat. Wir haben Mali, wir haben Afghanistan, wir haben die Demokratische Republik Kongo. Also die Liste ist sehr lang. So richtig große Kriege sind zwar zählbar sozusagen, aber wenn wir uns Gewaltkonflikte anschauen, sind das über 100 weltweit. Und die Gewaltkonflikte köcheln zum Teil auf niedrigem Niveau, haben aber jetzt in den eben erwähnten Ländern natürlich ein nennenswertes Ausmaß. Und wir haben dort, sage ich mal, Länder, die genau diese Chronifizierung, wie ich das nenne, aufweisen, wie den Sudan, wo seit Jahrzehnten man aus dieser Gewalt- und Entwicklungsfalle nicht rauskommt. Wir haben aber auch Länder, wo es Hoffnungsträger gab, beispielsweise in Äthiopien, wo ja entsprechend auch der Staatschef Friedensnobelpreisträger geworden ist und wir dennoch Rückschläge haben. Und es geht darum, Länder, die auf die Erfolgsspur kommen, zu unterstützen, entwicklungspolitisch insbesondere und auch durch Entlastung in Krisensituationen, aber auch dadurch, dass man Reformen im Regierungssystem macht, also im Governance-Bereich. Und wenn man sich überlegt, wo haben wir Handlungsspielräume, dann ist das bei den Ländern, die eigentlich auf einen guten Weg kommen, aber eine große Erblast aus den langjährigen Gewaltkonflikten haben. Und in anderen Ländern, wo die Situation sehr verheerend ist, wird man erstmal humanitäre Hilfe leisten und probieren, die Lage zu stabilisieren. Da ist aber eine wirkliche Transformation, das heißt also ein struktureller Wandel wirklich des politischen und ökonomischen Systems, nicht absehbar. Sind das denn trotzdem die Regionen, diese relativ stagnierenden Regionen, diejenigen, wo besonders viel Entwicklungshilfe geleistet wird von den reicheren, den stärkeren Staaten? Oder sind das die Regionen, die eher vernachlässigt werden, weil man sagt, gut, wir widmen uns erstmal den in Anführungszeichen einfacheren Fällen oder denen, die für mehr Publicity sorgen? Also es hat dort in der Vergangenheit zunächst mal ein großes Auf und Ab gegeben. In den 90er Jahren gab es erstmal so die berechtigte Vorstellung zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Länder, wo wir gute Werte mit Bezug auf eine angemessene Regierungsführung haben. Also Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit, Mindestmaß auch an wirtschaftlicher Freiheit, Mindestmaß an Menschenrechtsbeachtung und so weiter und so fort. Und dann hat man gemerkt, es gibt aber die sogenannten Aid Orphans, also die Waisen in den Entwicklungszuwendungen, die immer weiter abrutschen und wo wir im Prinzip eine Weltsozialhilfe brauchen. Und deshalb hat man umgesteuert. Es gibt in den Krisenregionen nennenswerte Finanzzuflüsse, aber die Kritik an westlichen Ländern, auch an der Bundesregierung, besteht darin, dass man den ärmsten Ländern nach wie vor nicht den Anteil gibt, der auch international vorgesehen ist. Und da hinkt auch Deutschland leider hinterher. Also es gibt immer wieder große Zuwendungen, beispielsweise für Länder wie Afghanistan. Aber insgesamt sind die sogenannten Least Developed Countries, also die am meisten, die am wenigsten entwickelten, nicht angemessen vertreten. Um vielleicht noch mal kurz darauf hinzuweisen, um welche Länder es da geht, die jetzt extrem am Rand sind, die also als wirklich äußerst fragil oder gar gescheitert gelten. Das ist der Jemen, wo wir zum Glück, sage ich mal, jetzt auch seitens der US-Politik mit Bezug auf den Krieg zumindest so eine leichte Kursänderung sehen. Wir dürfen nicht vergessen, Somalia ist das Land, was uns in den 90er Jahren beschäftigt hat und wo Staatlichkeit
im Prinzip gar nicht funktioniert. Wir haben den genannten Südsudan und wir haben die Demokratische Republik Kongo und Syrien. Und Syrien war halt lange Zeit ein Staat, der überhaupt nicht in dieser Liste auftauchte. Ein gutes Bildungssystem, ein angemessenes Gesundheitssystem, aber der Krieg hat das Land in den Abgrund gerissen. Und wir müssen aufpassen, dass diese Länder ein Stück weit rauskommen. Und ich habe nicht umsonst gesagt, wir brauchen da so etwas auch wie eine Weltsozialhilfe, weil die Länder sind dann auch besonders betroffen von Pandemien, von Klimakrise, von anderem, weil sie keine resilienten, das heißt keine widerstandsfähigen Strukturen haben. Jetzt ist es ja ein großes Potpourri an verschiedenen Staaten, die Sie da genannt haben, die sehr unterschiedliche Gründe ihrer langfristigen Konflikte haben. Also wenn wir in den Jemen gucken, ja, es ist ein Bürgerkrieg, aber wenn wir zum Beispiel unserem Vorzugsverbündeten im Nahen Osten, den Saudis, sagen würden, dass sie da aufhören sollen, Ziegenherden zu bombardieren, wäre das schon mal eine große Hilfe. Dagegen im Kongo sind es zu einem großen Teil Wirtschaftsunternehmen, die dort ihre Schürfrechte ausnutzen oder ähnliches. Das heißt, es sind viele wirtschaftliche Faktoren. Wenn Sie jetzt so einen Begriff nutzen wie Weltsozialhilfe, was sehen Sie da als konkrete Maßnahme? Was würden Sie sagen, sind die Maßnahmen, auf die man sich in solchen Ländern fokussieren sollte? Also jetzt bei den genannten Ländern geht es natürlich zunächst einmal um die Gewaltbeendigung. Weil ohne eine Gewaltbeendigung können sie nur ganz begrenzt natürlich Hilfen leisten. Die werden auch von den Kriegsparteien mitunter instrumentalisiert. Sie haben in Kriegssituationen auch natürlich ein hohes Korruptionsniveau. Also wir dürfen uns da nichts vormachen, gerade von den vielen Geldern, die nach Afghanistan geflossen sind, wie viele dann am Ende wirklich wirksam waren, das ist eine sehr offene Frage, der man auch allzu gerne aus dem Weg geht, wo es wenig Evaluationen gibt. Also das ist wirklich die große erstmal Einschränkung. Wir haben aber, und das ist ein großer Fortschritt, seit 2000 und da modifiziert seit 2015 ja ein globales Normensystem. Das sind die Millenniums-Entwicklungsziele oder jetzt die nachhaltigen Entwicklungsziele. Und da definiert die Weltgemeinschaft ja sehr deutlich, worin Armut besteht, worin Ernährungsunsicherheit besteht, was die Gesundheitsanforderungen sind, wie wir die große Benachteiligung von Frauen und Mädchen beseitigen können, wie wir nachhaltige Ziele in der Wasserversorgung, in den Sanitäreinrichtungen schaffen und wie wir auch ein Mindestmaß, sage ich mal, an Rechtssicherheit schaffen durch entsprechende Rechtsstaatlichkeit. Und dafür brauchen wir tatsächlich Mittel, die das unterstützen. Und wenn ich jetzt von Weltsozialhilfe spreche, dann meine ich, wir brauchen auch soziale Sicherungssysteme. Das heißt, wir müssen in armen Ländern stärken die Systeme, die Menschen systematisch auffangen und nicht mit einzelnen Projekten, hier ein Krankenhaus, dort eine Schule etc., meinen, wir könnten etwas ändern. Und wie wichtig diese Sicherungssysteme sind, das zeigt die aktuelle Pandemie, wo tatsächlich es in vielen Ländern, gerade im ländlichen Raum, an Basisgesundheitsversorgung fehlt. Und das hat natürlich katastrophale Folgen. Und da wird man sich dauerhaft über das bestehende Niveau der Entwicklungsunterstützung hinaus engagieren müssen. Ich stelle mal eine ganz schlimme Frage. Und zwar behindern wir uns manchmal selber dadurch im Westen, dass wir immer darauf aus sind, möglichst die bürgerlichen Strukturen, die am ehesten demokratischen Strukturen zu unterstützen? Und wäre es manchmal vielleicht stattdessen besser, auf den stärksten, halbwegs vertretbaren Autokraten zu setzen, der in der Region ist, und den erstmal aufzubauen? Was ja, also wenn man auf andere Länder guckt, auf China beispielsweise, das schaut in seiner Entwicklungspolitik, möchte ich es mal nennen, Entwicklungshilfe möchte ich es nicht so nennen, schaut nicht auf die Situation, auf die Rechtssituation in den Staaten, auf die Menschenrechte, auf die Demokratie. Würden Sie sagen, dass wir uns dadurch behindern oder sollten wir in jedem Fall immer möglichst auf diesen Werten bestehen? Also unsere Politik muss aus ganz verschiedenen Gründen wertebasiert bleiben. Wir können nicht von einem demokratischen Land heraus mit den Steuern unserer Bürgerinnen und Bürger Strukturen unterstützen, die Repression verursachen. Dann sollte man lieber die Finger ganz
weglassen, das ist letztlich nicht vereinbar und ist auch nicht zu rechtfertigen. Weil wir müssen ja immer, und das sage ich durchaus als Entwicklungsforscher, wissen, wenn wir Gelder auch in andere Weltregionen leiten, dann fehlen die auch im eigenen Land und man muss das begründen. Und das geht nur wertebasiert. Also ich bin sehr dafür und ich bin sehr für eine Begründung. Aber Autokraten sind an sich nicht besser. Gucken Sie sich Assad an, über den wir eben gesprochen haben. Schauen Sie sich das Militärregime in Myanmar an. Das ist ein Rezept für eine ökonomische wie eine friedenspolitische Katastrophe. Ich sehe auch die Entwicklung in China in den letzten Jahren äußerst zurückhaltend. Es gibt große Erfolge, aber wir haben dort einen derart autoritären Trend, dass auch die innere Repression Ausmaße angenommen hat, die von wirklich fortschrittlicher Entwicklung nicht mehr, also wo von fortschrittlicher Entwicklung nicht mehr die Rede sein kann. Es gibt aber zugleich natürlich auch jetzt in Anführungsstrichen aufgeklärte autokratische Herrscher. Und der umstrittenste dürfte sicherlich in Afrika im entwicklungspolitischen Bereich Paul Kagame sein, in Ruanda. Der relativ erfolgreich die nachhaltigen Entwicklungsziele umsetzt, der relativ erfolgreich auch Sicherungssysteme aufgebaut hat, der, das darf man nicht vernachlässigen, auch Korruption beseitigt hat. Und man wird jetzt nicht sagen können, einen solcher Art erfolgreichen Politiker oder die entsprechende Regierung kann man nicht mehr unterstützen. Aber bei der Unterstützung muss das Einfordern von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten immer dabei sein. Denn auch ein zeitweise erfolgreiches autokratisches Regime steht immer in der Gefahr, dass es in eine Diktatur wirklich abgleitet, dass es totalitär wird. Und von daher, also kein alleiniges Unterstützen von Demokratien, das wäre falsch, aber schon ein Vertrauen auf die Kraft der Mitwirkung von Menschen über Zivilgesellschaft und Parlamente. Denn wir sehen ja, dass Länder, wo es diese Herrscher gibt, Saudi-Arabien ist auch so ein Fall, Ägypten ist ein Fall, Irak war zeitweise ein Fall dafür, dass in diesem Bereich am Ende des Tages sich die Autokratien auch in Gewaltherrschaft umgewandelt haben. Also ich würde Ihnen von daher da ein Stück weit widersprechen wollen. Ich glaube, wir stehen uns nicht im Wege. Wir dürfen nur nicht glauben, dass sich in anderen kulturellen Kontexten von jetzt auf gleich Zustände wie in Norwegen schaffen lassen oder wie in Dänemark oder auch wie in Deutschland. Das hat auch in den europäischen Ländern lange gedauert. Es gab große, übergroße Rückschritte und wir müssen den Ländern Zeit lassen. Aber ein normativer Kompass ist nicht verkehrt. Das stimme ich Ihnen voll und ganz zu bei der Analyse. Der Punkt ist, was Sie gerade ganz spannend gesagt haben, ist, dass wir ihn Zeit lassen müssen. Das war ja gerade im Rahmen des sogenannten arabischen Frühlings ein großes Thema, dass man dann auf einmal erschüttert war, dass in Ägypten dann nicht die demokratischste aller Parteien vielleicht gewonnen hat oder zumindest nicht die, die wir im Westen als die fortschrittlichste menschenrechtsorientierteste Partei sehen, weil einfach die Gesellschaft auch eine andere ist als die, die hier ist. Eine Gesellschaft, die noch andere Werte hat oder was heißt noch, die andere Werte hat, die andere Vorstellungen hat. Und wir aus dem Westen gucken manchmal, zumindest die Allgemeinheit, gerne drauf und sagen, Mensch, ich erinnere mich da an Beacon of Democracy vom guten Bush, wo man sagt, ja, wir können doch dahin, wir machen den Diktator weg und dann können wir doch die Demokratie errichten. Ist das Problem, dass wir uns immer noch trotz dieser Fehlschritte häufig ein zu einfaches Bild davon machen? Also zweifelsohne. Und wir müssen uns insbesondere jetzt im Nahen Mittleren Osten natürlich vor Augen halten, dass muslimische oder auch islamistische Parteien ein doppeltes Potenzial haben. Sie haben Potenzial in Richtung mehr Partizipation und Demokratisierung. Und sie haben auch zum Teil eine hohe Legitimität, auch durch soziale Wohlfahrtsorganisationen und eine starke Rückkopplung an gesellschaftliche Akteure. Wir müssen uns aber auch vor Augen halten, dass viele dieser Bewegungen, wenn sie einmal der Macht sind,
das Fenster wieder schließen und Demokratie auch ein Stück weit verhindern. Von daher geht es um eine Einbindung. Das ist in Tunesien relativ gut gelungen. Mhm. Und wir müssen uns an solchen Erfolgsbeispielen entsprechend orientieren. Aber Sie haben völlig recht, es macht keinen Sinn, offene, freie, faire Wahlen zu fordern und dann, nachdem der Wettbewerb abgeschlossen ist, die Sieger nicht anzuerkennen. Man muss da mit diesen umgehen, aber das heißt ja nicht, dass man sie bedingungslos akzeptiert. Und wir haben zu oft Tabus, entsprechend auch Gesprächspartner in diesem Bereich zu suchen. Verstehen Sie mich nicht miss, islamistische Parteien haben sich aus meiner Sicht bislang nicht wirklich bewährt. Die Entwicklung in der Türkei ist eine, die sehr besorgniserregend ist und die man aus meiner Sicht nicht allein auf die Führungspersönlichkeit Erdogan zurückführen darf. Aber wir müssen damit umgehen, denn Demokratiebewegungen sind häufig auch mitgetragen von Menschen, die sehr religiös motiviert sind. Und das wird vernachlässigt. Und der größte Fehler ist zu meinen, man könnte von jetzt auf gleich wohlfahrtsstaatlich verfasste westliche Demokratien simulieren. Der andere Fehler ist aber auch zu meinen, man könnte sich auf Autokraten dauerhaft stützen. Man braucht da einen schwierigen Prozess des Mittelweges, wo man mit kleinen Instrumenten Dialog befördert und immer wieder Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte anmahnen kann. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir jetzt in Zeiten der Pandemie, wo ja der Gesundheitsbereich so wichtig geworden ist, dass wir da nicht vernachlässigen, dauerhaft werden Gesellschaften mit den Herausforderungen nur umgehen können, wenn sie gute Regierungsführung haben und auch rechtsstaatliche Kontrollen, weil ansonsten klappen auch die anderen sektoralen Bereiche nicht. Und dieser Bereich Governance, wie wir das ja nennen, der ist wirklich ganz zentral im Umgang mit Entwicklungsregionen. Sie haben gerade das Beispiel Tunesien als positives Beispiel hervorgehoben. Würden Sie sagen, das ist auch ein positives Beispiel, was externe Akteure leisten können, UN, EU, USA, wer auch immer? Oder würden Sie sagen, das war vor allem eine interne Leistung der Tunesier? Also definitiv eine interne Leistung der Tunesier, mit äußerer Unterstützung zwar, aber Tunesien hat, wie manche andere Länder auch, den Vorteil gehabt, dass es im Unterschied zu Ägypten kein geostrategisches Terrain ist, um das sich viele streiten oder wo man viel unterstützen möchte. Manchmal tut es einer Region ganz gut, von der Weltgemeinschaft, sage ich mal, im Sinne von Intervention auch in Ruhe gelassen zu werden. Ich möchte auch nicht das tunesische Erfolgsmodell hier überziehen. Klar. Wir haben dort extreme soziale Ungerechtigkeit. Wir haben kein Vorankommen bei Wirtschaftsreformen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist nach wie vor sehr groß. Aber im Vergleich zu den anderen Ländern, die den arabischen Frühling miterlebt haben, steht das Land immer noch gut da. Und das sollte man auch nicht geringschätzen bei allen Nachteilen, die es gibt. Dann, wir haben nur noch knappe 10 Minuten, Herr DBL. Kommen wir noch ganz kurz, machen wir den Cut, kommen wir zu heute, zur Situation, die alle Länder gleichermaßen, in unterschiedlichem Maßstab, aber gleichzeitig betrifft, die Corona-Pandemie. Sie haben schon angedeutet, dass das für die Friedens- und Entwicklungssituation der Welt nicht gerade positiv ist. Kann man sich erstmal denken, welche Folgen hat die Corona-Pandemie gerade in diesen fragilen Staaten? Also wir müssen das sehr stark unterscheiden und ich sage auch, alles, was man jetzt im heutigen Stand Mai 2021 sagt, kann auch in 2 Monaten überholt sein. Denn wir hatten rasante Entwicklungen wie in Indien, die kaum vorhersehbar waren und auch nicht vorhergesagt worden sind. Wir hatten tatsächlich, und das ist die positive Nachricht, mit Bezug auf Subsahara-Afrika, also das Afrika südlich der Sahara, noch vor einem Jahr regelrechte Katastrophenszenarien. Wir müssen auch wissen, wir haben da keine verlässlichen Daten. Klar. Die Lage ist schlechter, als in Statistiken sich widerspiegelt. Aber
zu dem katastrophalen Zusammenbruch von Gesundheitssystemen, der entsprechend auch vorhergesagt wurde, ist es in dem Ausmaß bislang zumindest nicht gekommen. Und das ist ein Hoffnungsschimmer, weil es zeigt, dass die Strukturen durchaus widerstandsfähig sind, dass wir neben demografischen Faktoren, einfach einem hohen Anteil der jungen Bevölkerung, auch zum Teil politisch kluge Maßnahmen hatten und dass am Ende des Tages die Regierungsführung in diesem schwachen Kontinent besser geklappt hat, als das viele erwartet haben. Also die Pandemie ist nicht nur negativ gewesen in dem Sinne, dass es die fragilen Staaten besonders betroffen hat. Wir haben aber Länder mit extremer sozialer Ungleichheit wie Brasilien und wir haben Länder, die durch eine Verkettung von Umständen auch gerade durch das Erlauben mancher kultureller, religiöser Praktiken durch die zentrale Führung sehr betroffen sind wie Indien, wo wir gar nicht sagen können, das sind die fragilsten Staaten, aber wir haben genau das Phänomen, was Sie angesprochen haben. Neben Reichen und Wohlhabenden gibt es sehr verwundbare, vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie die Wanderarbeiter, die in engsten Unterkünften leben oder in den Favelas, in Slums, wo man eine Waschstelle für Hunderte oder Tausende Menschen hat. Und in diesen Situationen hat sich die Lage durchaus verschärft. Wenn wir das global betrachten, sind Fortschritte gerade im Bereich Armut und Ernährung und Gesundheit zurückgegangen und sind gefährdet worden, die in den Jahren davor sich auf einem guten Weg befunden haben. Und wir erleben auch, und das betrifft auch unsere Mitverantwortung, dass die Menschen, die sich am Anfang der globalen Lieferketten befinden, also beispielsweise in Textilfabriken und so weiter, ohnehin in prekären Arbeitsverhältnissen, dass die in die Armut entsprechend gestoßen wurden. Von einer friedensforscherischen Perspektive muss man sagen, der positive Frieden, der ist geringer geworden. Also der Frieden, der den Menschen Wohlbefinden bringt, der ihnen Wohlstand auch bringt, der ihnen die Grundbedürfnisse, die wir schon angesprochen haben, auch entsprechend ermöglicht. Mit Blick auf den negativen Frieden, die Gewalt, gibt es keinen eindeutigen Trend. Wir wissen, der Zugang zu Opfergruppen ist schwieriger, beispielsweise in Flüchtlingslagern. Aber wir haben, und wir wissen auch, was sehr wichtig ist, dass häusliche Gewalt gegen Frauen zugenommen hat. Das sind schon sehr ernsthafte und nennenswerte Dimensionen. Aber es gibt keinen Krieg durch Corona bislang. Und von daher betrifft es tatsächlich den positiven stärker als den negativen Frieden. Und das muss ja auch sagen, also die Gewalt auch unter anderem gegen Frauen oder Kinder hat ja auch bei uns in den entwickelten Staaten zugenommen und nicht nur in diesen fragilen Staaten. Dennoch, mit Blick auf die fragilen Staaten, Sie haben gesagt, innerhalb der Länder nimmt die Ungleichheit wieder zu, die Ungleichheit zwischen dem globalen Norden und Süden, wie man manchmal sagt, oder Nordwesten, wie Sie vorhin gesagt haben, nimmt auch wieder zu. Sind die Effekte jetzt schon nachhaltig, sodass man sagen kann, okay, das dauert wirklich Jahre, bis wir diese Ungleichheiten wieder ausgeglichen haben? Oder glauben Sie, man kann noch dafür sorgen, dass das eher ein kurzfristiger Rückgang ist und man da relativ zügig wieder auf das Niveau von vorher kommt? Also es wird nicht leicht sein, auf das Niveau von vorher so schnell zurückzukommen. Mhm. Wir bewegen uns hier tatsächlich in Szenarien, die immer einen spekulativen Charakter auch haben. Und wir werden sicherlich auch nach der Pandemie erstmal erhebliche Wachstumsraten erleben. Aber die dürfen nicht täuschen, weil die führen uns ja nicht unmittelbar auf das Niveau zurück. Mhm. Wir dürfen aber vor allem nicht vernachlässigen, dass diese Spaltungen, die zugenommen haben, auch in den Köpfen und der Herzen der Menschen zugenommen haben. Und gerade die sozialen Spaltungen, die wird man in extrem ungleich geprägten Ländern nicht von heute auf morgen beenden können. Da haben wir schon in Deutschland vermutlich genügend Probleme, die hier einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Von daher gehe ich davon aus, die Pandemie, die auch in diesem und im nächsten Jahr ja noch nicht vorbei sein wird, und auf die auch weitere Krisen folgen können,
die wird nicht unmittelbar zu einer Wiederherstellung eines Status quo ante, also einer Situation von zuvor, auch entsprechend führen. Von daher ist es ein wirklicher Einschlag und es ist ein großer Krisenmoment, der Jahre, Jahrzehnte brauchen wird, ehe man ihn entsprechend auch wieder verdauen kann. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Die Länder, die jetzt besonders wenig widerstandsfähig gegen die Krise sind, die werden auch wenig widerstandsfähig gegen andere Krisen, beispielsweise im Klimakontext, sein. Also die Szenarien sind in der Hinsicht tatsächlich nicht sehr günstig. Und viel von dem, was sich Willy Brandt 1980 gewünscht hat, ist auch im Jahr 2021 nicht möglich geworden. Aber der Bedarf an Weltinnenpolitik steigt. Und auch wenn ich manche Aspekte der Politik von Joe Biden durchaus auch mit Zurückhaltung sehe, das klare Bekenntnis der USA zu internationalen Organisationen und zu multilateraler Zusammenarbeit ist ein Hoffnungsschimmer. Und ich weiß, das gefällt manchen gerade auch in Deutschland nicht. Auch der tatsächlich fast revolutionäre Schritt, jetzt die zeitweise Aufhebung des Patentschutzes für Covid-19-Vakzine zu ermöglichen, zeigt, dass wir tatsächlich einen Trend haben, der Weltinnenpolitik zumindest wieder ernst nimmt. Und da besteht tatsächlich Hoffnung. Und da überrascht der neue US-Präsident auch mit einer Linie, die weitaus radikaler jetzt im positiven Sinne ist, als man ihm das jemals zugetraut hat. Absolut. Und gleichzeitig ist ja auch die beste Werbung, die wir für den Westen machen können, weil wenn wir uns hier die diversesten Impfstoffe alle gemeinsam zuschachern und Exportverbote verhängen und im globalen Süden oder in Zentralasien geht die Pandemie noch ewig weiter in Ausmaßen wie bei uns in der schlimmsten Hochphase, dann ist das ja nicht gerade förderlich, um den Einfluss des Westens in dieser Region aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, während dann vielleicht China oder Russland oder wer auch immer, Indien mit eigenen Impfstoffen dann diese Region vielleicht unterstützt. Aber Sie haben jetzt schon ein bisschen in die Zukunft geguckt, das wollen wir natürlich zum Ende auch ganz kurz noch machen. Sie haben den Klimawandel schon genannt. Was sind Ihrer Meinung nach die, weil es ist ja immer einerseits wichtig, bestehende Konflikte zu analysieren und zu schauen, wie können wir die möglichst schnell beenden, möglichst unblutig. Aber es geht ja auch darum, Konflikte überhaupt erstmal im Entstehen zu verhindern. Und dafür muss man ja wissen, wo kommen sie her? Was sind Ihrer Meinung nach die kommenden großen Konfliktfelder oder und Konfliktregionen? Also bei den Konfliktregionen ist das sehr stark leider absehbar. Also es bleibt bei Subsahara-Afrika. Es bleibt bei der jüngsten Konfliktregion Nahe und Mittlerer Osten. Und wir haben eine echte Krisenlage in Südasien mit Afghanistan, Myanmar an der Grenze zu Südostasien, einer instabilen Lage in Pakistan. Die Länder, die fragil sind, werden auch vom Klimawandel besonders betroffen sein, wenn sie in den entsprechenden Regionen auch angesiedelt sind. Der Klimawandel wird eine Rolle spielen, zunächst einmal auf der lokalen Ebene. Ich rechne nicht in naher Zeit mit großen Klimakriegen, aber die Gefahr für die Menschen in ihrer menschlichen Grundbedürfnissicherheit betroffen zu werden, die ist so groß, dass wir das auch ohne so eine sicherheitspolitische Dramatisierung sehr ernst nehmen müssen. Und es gibt einen Punkt, der mir große Sorge bereitet, wo ich mir auch noch nicht sicher bin, ob der neue US-Präsident dort wirklich den besten Weg geht. Wir haben einfach eine Wiederkehr, eine wirkliche Renaissance von Großmacht- und geostrategischen Konflikten. Und das war in den 2000er Jahren nicht der Fall. Das war auch in den 90er Jahren in der Form nicht der Fall gewesen. Und diese Konflikte lähmen globale Kooperation und lähmen auch ein gemeinsames Vorgehen gegenüber den Ärmsten der Armen. Und da wünsche ich mir, dass man bei allem wichtigen
menschenrechtlichen und normativen Kurs, der ja in den USA im Moment sehr groß geschrieben wird, nicht in eine Überheblichkeit kommt, zu meinen, der Westen könnte auf die Kooperation mit anderen Regionen verzichten. Und ich würde Ihnen recht geben in dem Punkt, den Sie eben erwähnt haben. Wenn man Exportverbote, und das ist ja ein Problem der USA jetzt durchaus gewesen, im Impfstoffbereich endlich aufhebt, wenn man auch diesen mutigen Schritt geht, den Patentrechtsschutz zu lockern, zeitweise angesichts der dramatischen Situation, ist das auch natürlich ein Reputationsgewinn. Aber ich würde es nicht gerne so nach vorne stellen wollen. Ich habe nichts dagegen, wenn andere Länder, andere Regionen auch Reputation haben. Es muss einem wirklich um die gemeinsame Sache gehen. Denn sonst haben wir einen Wettbewerb um Reputationsgewinne und nicht einen Wettbewerb um beste Lösungen. Und dieser Wettbewerb, der ist absolut notwendig. Und wir brauchen dort neben vielen Prozessen, die regional und dezentral laufen, eine neue Verständigung zwischen den USA, der Russischen Föderation und China und natürlich auch Europa, das hoffentlich nicht allzu geschwächt aus dieser Pandemie hervorgeht und die Spielräume nutzt, die es durchaus von seinem wirtschaftlichen und politischen Potenzial hat. Herr DBL, ich glaube, damit müssen wir schließen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen ebenso. Dankeschön.